So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD. Ja, im letzten Part haben wir Pokémon Entkryptor und wir haben gegen Sophos gekämpft. Und wir können jetzt in ein neues Kolosseum aufbrechen und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal, nicht wahr? Schauen wir doch mal kurz, ne? Was hier so abgeht. Aha. Hallo. Hallo Leute, schön, dass du da bist. Wenn du Kolosseum auch erkämpfen möchtest, melde dich an der Rezeption davon an. Okay. Ich kann im Kolosseum auch. Im Kolosseum auch gelten sowohl einige Regeln des Kolosseums, berühren als auch Lagerturm. Du möchtest, erkläre ich dir die Regeln. Ja. Kolosseum auch werden nur mit Gefährten getragen, dass mit vielen Pokémon antreten. Bitte seid ihr im Klaren darüber, dass nicht alle Pokémon zugelassen sind. Auch dürfen Pokémon nicht alle Arten von Eidis bei sich tragen. Du musst ohne Pause kämpfen. Erst wenn du 4 Trainer in Folge besiegst, hast du eine Partie gewonnen. Bist du Sieger einer Partie, triffst du auf die nächste Gegnergruppe. Lest du, dann kämpfst du erneut gegen dieselben Gegner. Wenn du in einer Runde siegst, erhältst du Poké-Coupons. Okay. Ja, okay. Da möchte ich eigentlich aber gar nicht hin. Denn... Was will ich denn überhaupt machen? Ich wollte mir erstmal noch ein paar Pokébälle kaufen, glaube ich. Denn wir werden in diesem Part das letzte Krypto-Pokémon fangen. Und ich weiß nicht, wie mir das Spiel jetzt sagen will, dass ich, wo das ist. Denn ich kann es euch ja mal zeigen, ne? Krypto-Daten. Denn wir haben bisher alles gefangen. Bis auf eins. Nämlich ein Dragoran fehlt uns noch. Und falls ihr euch erinnert, wo wir auf der Insel Obscura waren, Obscura wurde erzählt, dass die Queen sich ein Krypto-Pokémon geschnappt hat. Das eine mit dem anderen zusammenhängt, man weiß es nicht. Ich habe eigentlich noch genug von allen, wenn ich mal ehrlich bin. Auf mal 4 Stück. Geht eigentlich gar nichts, gar keine Brauch. Gebraucht, aber egal. Ja, ich weiß nicht, wie man drauf kommt, wo der Typ ist. Ich gehe einfach mal dahin, wo er ist. Vielleicht muss man da ja random hingehen. Ich weiß es nicht. Da-dam-da-dam. Aha! Wuss. Oh, die Queen ist irgendwo aufgetaucht. Kann ich jetzt nochmal nachschauen? Nein. 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 Egal, auf jeden Fall, in dieser Stadt ist die Queen. Und, schöner Kampf. Ja. Ich muss sagen, ich gehe einfach hin. Ich weiß ja, wo es ist, von daher, ne? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll, vom Spiel her. Ich weiß nur, dass er dort ist. Und dann werde ich das einfach mal tun, ne? Bin ich jetzt einfach zur Insel Obscura zurück? Ja, kann ich. Okay. Weiß nicht, was mir das bringen würde, aber ist egal. Dim, 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 dim. Ja, denn, wie gesagt, wir werden uns jetzt das letzte Krypto-Pokémon schnappen. Schnurb ist bereit, das ist ja toll. Und dann werden wir unser Team mal ändern. Denn so ein bisschen Legi-Action, ne, hat noch keinem geschadet. Machen wir uns ein wunderschönes Team. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch das Dragoran ins Team nehmen, ganz ehrlich. Wenn es schon mal da ist, wenn wir es schon haben, dann irgendwann. So, wer kämpft denn? Ich möchte eigentlich mit euch kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Nämlich mit denen. Ich kämpfe mit den zwei, komm. Schauen wir mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich unterwegs hier kämpfen muss. Ich kann einfach den Aufzug nehmen, ja, das ist ja praktisch. Denn der wartet ganz oben, der Kollege. Oh, das wird lustig jetzt. Ja, da ist er schon, hi! Oh mein Gott. Ich speichere mal kurz. 82 Krypto-Pokémon, hi, 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 hi. Spielstand wird gespeichert, das ist schön. Das ist ein Bild von Götter. Kappa, 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 lo, 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 lo.
Kapalolo, Kapalolo. Kappa, Kappa, Lololo. Kappa, Lololo. Okay. Ich kämpfe gegen Kapalores. Soll ich vielleicht Horus nach vorne tun? Und vielleicht Apophis. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Hi. Was? Der Zwerg da? Du traust dich herauf? Warum nimmst du dich immer... Warum mischst du dich immer ein? Wir wollen doch nur alle Pokémon der Welt. Wegen dir haben wir mehr Pokémon verloren, als wir gefangen haben. Du da, weißt du, was das für Leute sind? Die haben mich so erschreckt, dass ich wie erstarrt bin. Wie? Was? Oh nein, ich tue schon wieder. Hat der Boss beschäftigt mit Tanzen. Wie siehst du doch, oder? Oh, Boss. Dein Groove ist echt heiß. Shake it, baby, shake it. Oh, yeah. Was? Was? Zum Geier. Hallo, die Queen. Na? Mein Schatz, will dich, mein Schatz, ja! Musik aus, bitte! Red mit der Musik ein wenig herunter, erzähl mir, was wir da haben. Du bist es, du nervtötendes Wesen. Es ist nur deine Schuld, dass mein Krypto-Momo das letzte seiner Art ist. Ja, ja, aber das reicht dir doch nicht. Hast du eine Party ruiniert, meine Party zu Ehren des legendären Team Queen. Heute, mein kleiner Teufel, ist der letzte Tag deiner Frevelei. Nie wieder wirst du mir dazwischen pfuschen. Und Musik, bitte! Ah, wunderschön. Nochmal die wunderschöne Musik. Kapalores und Kapalores werden von Flander und Queen in den Kampf geschickt. Genießt nochmal unser Team, Leute. Level 57! Oh, lieb. Warum sind die Level 57? Das gefällt mir nicht. Nein. Oh mein Gott, ein Bohrschnabel reicht nicht aus. Ernsthaft? Jetzt macht er auch noch Regentanz. Ist dein Ernst? Das könnte heftig werden, glaube ich. Irgendwo, irgendwie. Bam-badam, bam-badam, bam-badam. Weißt du was, wir machen das ganz einfach. Wir machen jetzt die Matschbombe auf ihn hier und wir machen den Himmelsfeger auch auf ihn hier. Oh! Das war nicht die smarteste Idee. Oh Gott. Der Kampf könnte interessant werden. Sagen wir es mal so. Da hatte ich wahrscheinlich Glück. Okay, das wird ein Problem, der Kampf, fürchte ich. Uiuiui, warum ist der auch Level 57 sein? What the fuck? Ich bin unterlevelt. Erstes Mal im Spiel. So, Matschbombe und den Silberhauch. Okay, das Weibliche hat Wassertempo. Haha! Oh, das trifft nicht, zum Glück. Und die Matschbombe reicht natürlich auch nicht aus, ist ja klar. Ja, scheiße, noch eins. Hallo, Kavalores. Na? Ach, er hat 6 Pokémon. Ja, auch nur dann, ne? Okay, ich muss aber Chuka heilen. Okay, Kaskade. Das belebe ich. Zum Glück. Was kannst du? Feuerschlag. Warum magst du Feuerschlag? Na gut, ich meine, es reicht, aber trotzdem. Feuerschlag? Dein Ernst? Ist da was? Achso, komm. Bam, bam, bam. Da, 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 da,
Okay. So, Matschbombe und Eisstrahl. Funktioniert auf Wien. Ich glaube auf ihn hier. Gigasauger, stimmt, das sind ja Pflanzen. Hab ich vergessen. Au! Au! Donnerschlag! Warum kannst du Donnerschlag? Au! Alter! Gefällt mir nicht, was du hier tust. Okay, ist vergiftet. Nice. Aber wenn Azur fast stirbt, ne, durch die Kabaloris. Also, hey. Easy. Ganz easy. Und noch ein Kabaloris. Yeah. Geil. Also, hat aufgehört zu regnen. Das ist ja schon mal nett. So, dann werde ich die Matschbombe machen und Azur nochmal heilen. Bam, badam, bam. So. Okay. Ringtanz. Natürlich machst du das. Was macht das andere? Gigasauger. Achso, das Ding macht Gigasauger. Oh. Das, wo jetzt durch Gift gestorben wäre, macht natürlich Gigasauger. Ist ja logisch, ne? So, Matschbombe und Eisstrahl. Nee, warte mal. Umgekehrt. Weil du magst eh wieder den Gigasauger, ne? Hoffen wir es einfach mal. Ja, natürlich macht's kein Gigasauger jetzt, ist ja klar. Au! Ah, du magst Gigasauger. Natürlich, habe ich die falsche Reihenfolge gemacht. Wir leben beide gerade so. Okay. So, okay. Und jetzt holt er nämlich sein Krypto-Pokémon raus. Und das wird nochmal interessant, wie ich das fangen will. Hallo, Dragoran. Na? Was geht? Oh, wow, wow. Hallo, Dragoran. Das! Wackenwut. Du sitzt überlebt. Du sitzt ernsthaft überlebt. Wegen einem KP. Das ist dein Ernst. Das ist jetzt schwer. Irgendjemand stirbt. Irgendjemand wird sterben. Wir machen das folgendermaßen. Ah, wie machen wir es? Ich mache noch einen Hypertrank auf. Ach Gott. Auf Azur. Und Azur macht nochmal den Eisstrahl aufs Kapaloris, yo. Nein! Achso, ich hab geheilt, ne? Glaube ich, yo, ich hab geheilt. Gut. So, jetzt hoffe ich nur noch, dass mich das Dragoran nicht beide auf einmal killt. Ja, okay, das ist der Start. Das kannst du ruhig machen. Ah, nicht auf Azur! Gut, Filia, du musst klären. Hä? Ja, das ist blöd jetzt, ne? Blöd jetzt gelaufen. Beleber. Wir brauchen Chuka wieder. Und Velia killt jetzt endlich mal dieses Drecks-Kapaloris. Oh, Bardo, bist du so schnell? Lass mal aufhören, so schnell zu sein. Ciao, Apophis. War schön mit dir. Hallo, Chuka. Oh, wie belebst du, Chuka? Please.
So, Kavaloris. Stirb! Es stirbt nicht! Ah! Warum stirbst du nicht? Und natürlich auf Chuka, ich hasse dich! Ach, Disney! Du Drecks-Dragora, du nervst mich! Oh, es regnet halt immer noch, ne? Oh, wieso hat das jetzt nicht gereicht? Habe ich noch einen Top-Beleber? Ich hab noch einen Top-Beleber, das ist gut. Chuka. Oh, dieses Kapaloris muss endlich mal sterben. Oh, es ist so scheiße schnell durch Wassertempo, ne? Komm ich drauf klar. Wenn du jetzt mein Felia killst, ne? Mit einem scheiß Dragoran. Danke. Felia, kill jetzt dieses Kapaloris, bitte. Danke. Oh, wow, ey. So, nächster Schritt. Dieses Dragoran irgendwie einschläfern. Silberblick auf Level 47. Ist es dein Ernst, Skirin? Oh, weil es ist immer noch ein Dragoran, ne? Aua! Ich habe halt echt nicht mehr viele Pokémon, ne? Jetzt hat's aufgehört zu regnen, natürlich. Oh, ich muss mal beleben, ne? Gott, dieser Kampf, what the fuck? Hätte ich gedacht, dass der so heftig wird. Asur. Und du musst versuchen, den einzuschläfern, bitte. Oh, es funktioniert. Dankeschön. Alter, das ist ja nicht mehr normal. The fuck? Okay, 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 wir sind auf einem Stand, wo wir mal irgendwas machen können. So, Spukball und du wirfst einfach einen Ball. Alter! Hätte ich gedacht, dass mich das so fertig macht hier, der Kampf. Fucking hell. Dumm, 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 dumm. Wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Im Kampf gegen dich finde ich einfach keinen Rhythmus. Yay. Oh wow. Oh, wie kannst du das wagen, du böser, böser Bube. Dieses Krypto-Dragoran war das letzte Krypto von Team Krypto. Jetzt gäbe es nur noch eins zu tun. Folg mir nicht, ich muss weg! Was? Und auf uns! Okay. Anna, was ist denn das? Was soll ich denn da immer im perfekt sitzenden Afro finden? Psst! Dick wieder! Die Quidra-Tabelle nichts mehr. Er scheint kaputt zu sein. Okay. Okay. Oh, wow. Oh, wow. So. Ich werde jetzt erstmal nochmal schnell. Was wollte ich sagen? Jetzt noch das Dragoran auf dem PC legen. Und dann schaue ich mal, ob ich bis zum nächsten Part das Team vervollständigt kriege. Oder wir machen im nächsten Part. Ich hab Ideen. Ich suche offscreen für den nächsten Part schon mal raus, wo die ganzen Kampf-CDs sind. Dann werden wir die im nächsten Part vielleicht alle suchen. Und dann. Vielleicht unterwegs wird ja vielleicht das die ganzen Pokémon, ne? Entkryptor und so. Da. Und wie gesagt, das Kryptolumia, das bleibt einfach so im Team, weil, ne, es ist cool.
Ein Hallo? Cryptolubia. Müssen wir auch mal ein bisschen benutzen, ne, im Let's Play. Wenn es hier schon das Signature-Pokémon ist vom Dingens. Na, würde ich sagen. Da ist ein Ach ja, das können wir auch nochmal schnell machen. Das können wir auch nochmal schnell machen, ganz ehrlich. Jo, machen wir mal schnell. Jo. Da tun wir nochmal schnell Entkrypton. Schwumm. Schwumm. Ja, es ist schon viel Entkrypton. Ja, das werden wir in der nächsten Part mal machen. Jo, das könnte was werden. Das ist ein guter Plan. Dann kann ich euch nämlich gleich mal zeigen, wo die ganzen Kampf-CDs sind. So machen wir das. Rechte Hand. Ja, auch nicht. Warum auch nicht, meine ich. So. Flieh. Schwing. Badong. Da-da-da-dam. Und du lernst Mega-Kick. Turmkick sogar, okay. Und Heilung. Yay, da war sie mal wieder. Willensleser. So gut, ne? Warum auch nicht? Stopp! Du bist auch so ein Pokémon, was ich glaube ich noch nie im Team hatte. Oder höchstens vielleicht einmal oder so. Rippdimdi. Lop. Oh, sieht das Ding blöd aus, jetzt mal ehrlich. Risikotackle. Okay. Und rechte Hand. Mhm. Wenn nicht Heilung, dann halt rechte Hand. Gut. So, das eine Kryptomon, das laufe jetzt nochmal schnell kurz ein bisschen im Kreis. Ja, ist nämlich schon weit. Ich wusste es. Sehr gut. Hallo, Jalobban, ne? Kling. Klong. Dum, 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 dum. Didididim. Solarstrahl. Warum könnt ihr alle Solarstrahl? Fuck. Staffette. Flammwurf? Sonntag. Okay. Okay. Könnt ihr alle Sonntag und Solarstrahl? Ja, warum auch nicht, ne? So, ich möchte das Dragoran da reinschmeißen. Hier drauf, jawohl. Was schmeißen wir denn noch rein? Ist ja eigentlich egal. Nehmen wir das Pinsir rein und das Sichlor schmeißen wir auch noch rein, jawohl. Oh mein Gott, what the fuck? Da drauf, jawohl. Das ist egal, gut. Und dann nehmen wir noch das Magma. Das ist ja egal. So. So, ja, wie gesagt, offscreen werden wir. Ich werde jetzt offscreen mal raussuchen, wo ich die ganzen Kampf-CDs herbekomme. Und dann machen wir dann im nächsten Part die Suche danach. Und bis dahin ist vielleicht unser Team bereit. Ich könnte ja schon mal das XD01 ins Team holen. Warum nicht, ne? Hallo Lugia, na? Du wirst jetzt ausgetauscht gegen Kiri. Weiß noch nicht, was ich den allen beibringen werde. Warten wir es mal ab. Wir werden eh nicht lange im Team bleiben. Von daher. Also das Netzwerk geht nicht mehr lange, so viel kann ich sagen. Ich werde wahrscheinlich das neue Kolosseum nochmal ausprobieren. Und wie gesagt, Kampf-CDs. Und vielleicht mache ich nochmal einen Special-Part irgendwann mal mit dem Duellberg. Denn da gibt es bestimmt auch noch einiges. Ja genau, ich könnte eigentlich das Team für den Duellberg vorbereiten. Aber dann. Okay Leute, ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao Leute.